Nichts davon ist im Inneren, aber das Selbstwertgefühl kann per Definition nur aus dem Selbst kommen und niemals von äußeren Dingen. Hallo, hier ist Orlando Owen. Wenn du keines der spannenden Videos mehr verpassen möchtest, dann abonniere diesen Kanal und aktiviere die Glocke. Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit diesem Video. Selbstwertgefühl. Es ist, und alles, was damit zu tun hat, im Wesentlichen eine Gewohnheit, die alles mit Bewusstwerdung und Verantwortung zu tun hat. Es ist aber first and foremost eine Entscheidung. Eine Entscheidung, welchen Weg du gehen willst. Ob du weiterhin den alten Weg gehen willst, auf dem alles mittelmäßig ist, grau in grau, so dahin plätschert, ohne Plan und Ziel, wo du diese Dinge dem Zufall überlässt, auf bessere Zeiten hoffst, aber ansonsten nicht wirklich etwas dazu beitragen willst. Oder ob du dich entscheidest, diesen Weg, Entscheidung, heißt, dass etwas getrennt wird. Du trennst dich von etwas, diesem durchschnittlichen, mittelmäßigen Zustand. Von dem verabschiedest du dich zunehmend und lässt ihn hinter dir. Und das ist eine Entscheidung, die ganz bei dir liegt. Ich habe irgendwann in früher Jugend, als ich gebeutelt wurde von diesen Selbstzweifeln, diesem niedrigen Gefühl der Sinnlosigkeit, ich bin nichts, ich kann nichts, mich verglichen habe mit allen möglichen Menschen und Dingen und Standards, die ich nie erreichen konnte, weil sie einfach nicht passten für mich. Ich habe mit 13 Jahren wollte ich Berufsmusiker werden, Popstar, Keyboard-Virtuose. Mein großes Vorbild war Keith Emerson von Emerson, Lake and Palmer. Nur Gott kann besser in die Tasten greifen als er. Besser als die meisten Berufspianisten. Und das war ausgerechnet ein Standard, an dem ich mich messen wollte. Selbst für die meisten Profi-Pianisten unerreichbar. Aber ich dachte, ich muss das erreichen. Und wenn ich es nicht erreiche, bin ich nichts wert. Warum wollte ich so ein Ziel wirklich nur aus Liebe zur Musik? Wenn es wirklich das gewesen wäre, ein Naturtalent, hätte ich wie Diana Krall wahrscheinlich schon mit 5 Jahren die Tasten gequält. Es ist mir also nicht zugefallen, es war ein Wunsch aus dem Ego. Eine Kompensation des pathologischen inneren Kritikers, um jemand zu sein. Der Phönix aus der Asche, aus dem Nichts irgendetwas sein zu müssen, zu wollen, um endlich nicht mehr ein Nichts sein zu müssen. Weil ich einer der unbeliebtesten, nicht unbeliebt im aktiven Sinne, aber eins der, ich war keins der cool. Was ist das Wichtigste in der Schule, in der Highschool? Beliebtheit. Popularität, the cool kids, die klicken. Warum ist das Handy so wichtig? Was ist das Handy-Statussymbol? Was ist noch wichtiger als welches Modell des Handys du hast? Wie oft versuchen Leute, dich zu erreichen? Wie viele Likes kriegst du? Social Media, die haben das genau ausgetestet, genau mit allen psychologischen Tricks, genau wie die Werbung. Benutzt die Unzufriedenheit und das niedrige Selbstwertgefühl der Leute, um ihnen so kleine Dopaminschübe zu geben für jedes Like, was du kriegst. Am besten noch ein Herzchen. Auf Facebook. Und so wollte ich kompensieren für das gefühlte Nichts, was ich war, um endlich irgendetwas zu sein. Also wollte ich so hoch hinaus, um es so überzukompensieren, dass es natürlich auch wieder unerreichbar wurde. Und so habe ich mich von Anfang an
Im Englischen würde man sagen, I set myself up for failure. Ich habe mich geradezu auf einen Crashkurs mit einer Betonwand programmiert. Natürlich konnte ich es nicht erreichen, ich konnte nicht mal annähernd dieses Ziel erreichen. Und so war es für mich immer eine Achterbahn. An guten Tagen, wo ich viel geübt hatte und gut spielen konnte, gefühlt war ich völlig überheblich und habe mich als ein junger Gott gefühlt. An Tagen, wo es nicht so lief, war ich weniger als der Dreck auf der Straße. Ganz typische Muster, die wir alle in uns tragen. Die Frage ist, wo kommen diese Muster her? Was wäre, wenn das ganze System ganz mutwillig von den Mächtigen so konstruiert worden wäre, um dich unten zu halten, um dich manipulierbar zu machen, um jeden Mist verkaufen zu können? Sei es das nächste Statussymbol, sei es die Deko-Trophäenfrau in deinem Arm, wenn du ein Mann bist, oder ein toller Mann an deiner Seite, wenn du eine Frau bist, um dich mehr als Frau oder als Mann fühlen zu können. Früher hieß es hier so in der Werbung, be the first kid on the block to have the new toy. Also sei das erste Kind in deinem Block, in deiner Nachbarschaft, was das neue coole Spielzeug hat. Alles im Äußeren. Alles externer. Nichts davon ist im Inneren, aber das Selbstwertgefühl kann per Definition nur aus dem Selbst kommen und niemals von äußeren Dingen. Die Gesellschaft hatte dafür verschiedene Systeme. Früher war es die Gnade der hohen Geburt, die Aristokratie, die dir den Dünkel und die Arroganz und die Hybris erlaubte. Die Gnade der hohen Geburt, da hast du keinen Einfluss drauf. Du musstest nur in eine Aristokratenfamilie reingeboren werden und dann warst du von Anfang an eben etwas wert. Dann kamen andere Systeme der Meritokratie, Merit, der Verdienst, Meritus. Da war es im Prinzip deine Leistung, auf die du stolz sein konntest. Und mein Vater, so ein richtiger Preuße, mein Vater war Deutscher, meine Mutter Amerikanerin, mein Vater hatte immer diesen preußischen Spruch, nur Leistungen berechtigen zum Stolz. Es ist sicherlich besser als nur die Gnade der hohen Geburt, für die du gar nichts getan hast, wenn du dich hocharbeitest, aber es ist immer noch gefährlich, weil du machst dein Selbstwertgefühl an deinen Leistungen fest. Wunderbar, wenn du jung und kräftig bist, aber irgendwann bist du vielleicht invalide oder einfach alt oder frag mich nicht und dann kannst du diese Leistung vielleicht nicht mehr bringen. Das heißt, du bist dann in dem Moment auch nichts mehr wert. Warren Buffett mit 10 oder 20 oder 50 Millionen Dollar ist natürlich viel, viel mehr wert als du, wenn du vielleicht nur 1000 Dollar hast oder 10.000. Und es ist unglaublich gefährlich, deinen Selbstwert an solchen Dingen festzumachen. An deinem Aussehen, deiner Jugend, wie clever du bist, wie cool du bist. Das ist ungefähr so, als würdest du dir in einem Boot sitzen, würdest dir einen schweren Mühlstein um den Hals hängen und ihn dann über Bord werfen. Es zieht dich mit runter. Da ist nichts Beständiges. Es ist abhängig von externer oder der Gunst und der Meinung anderer Leute über dich. Wenn du bereit bist, dein Selbstwertgefühl auf ein solides Fundament aufzubauen, welches jeder Krise und jedem Sturm im Leben standhält, und nicht nur in guten Zeiten Bestand hat, sondern auch in allen möglichen schwierigen und schlechten Zeiten, dann besuche uns bitte auf feeldifferent.de und starte noch heute deine Transformation, die du sonst nirgendwo anders finden wirst. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so etwas Mächtiges und Starkes erlebt wie dieses Programm. Schreib mir bitte in die Kommentare, was du aus diesem Video mitnehmen konntest. Und zögere nicht, mir deine Fragen zu stellen. Um keine Videos zu verpassen, abonniere jetzt bitte meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Es könnte dein Leben verändern. Außerdem findest du meine Videos jetzt auch auf Rumble, BitChute und meinem Favorite Brighteon. Die Links zu diesen Kanälen findest du ebenfalls unten in der Beschreibung unter diesem Video. So long, dein Orlando.